No, it's not. Don't lie to me, man. Don't lie to me. Natürlich kann ich jetzt kein Auto-Repair auf meine Spitzhacke machen. Das ist ziemlich blöd. Was geht denn jetzt ab? Was denn? Wo denn? Auch im Stream so? Ja, Tatsache. Was denn? Irgendwas geht gerade mit Minecraft ab. Okay. Rage Knight, willkommen im Stream. Servus. So. Rage Knight oder Rage Knight? Mit Rage K oder mit N? Knight. Also geile Stadt. Ja. Ich sag's mal so, ich hab gerade so einen Durchblick, kann sehen, wo unter der Erde Lava ist. Naja, das gibt's doch öfter. Ach, das, ja, das ist nur ein kleiner Bug. Also behebt dich gleich wieder, oder wie? Ja, klar, das ist das Ding. Dann bin ich ja beruhigt. Wie kann ich denn bewusster Bruchstein herstellen? Das ist, glaube ich, einmal drumherum, oder? Bewusster Bruchstein. Flens, schlafen? Mhm. Cosmic, auch. Hinhauen, aufs Ohr. Gleich, Moment. Hau dir mal bitte selbst aufs Ohr. Lass mich kurz nachdenken. Problem ist, ich sehe nichts. Das ist schlecht. Das hatten wir doch schon mal beim Phantom Knight. Kann man aus Ranken Facecam heller? Ja, es geht gerade nicht anders. Warte kurz. Wo steht denn jetzt hier mein Bett? Ich kann es maximal so machen, aber heller geht's echt nicht. Heller von Sinn. Wie kann man aus Ranken Moos herstellen? Wahrscheinlich nicht. Ah, oder? Ich liege im Bett. Moment, ja, ich auch. Okay, sehr gut. So. Ich hoffe, es ist jetzt hell genug. Ich habe gerade ein Skelett gehört. Wo ist denn das Skelett? Lenz, wo bist denn du? Ach, bist du? Komm mal mit, ich muss dir mein Geheimnis zeigen. Hm. Komm mit. Komm mal hier, das sieht alles aus wie immer, ne? Mach mal hier Rechtsklick auf. Ich sehe nichts. Das ist halt. Ja, mach mal da Rechtsklick. Ah, ich sehe, dass da eine Kiste ist. Ja, das ist mein Geheimgang. Cool, oder? Ja. So, jetzt baue ich aber echt mal die Brücke hier. Sieht übrigens cool aus, das Dach. Danke. Und da sind die Zombies am Chillen. Wie viel Schaden hast du vorhin eigentlich bekommen, Cosmic? Du hast mich auf 3 Herzen runtergeballert. Was? Nicht dein Ernst? Doch. Krass. Okay, ciao, Flens. Ja, ich, keine Ahnung, das ist halt blöd. Ich sehe halt so gut wie nichts. Okay. Das ist echt blöd. Immer noch. Immer noch? Ja. Ein das bisschen besser, ja, wie gesagt, besser geht's gerade nicht, weil ihr müsst euch vorstellen, meine Facecam sitzt hier auf Monitor und direkt über... Warte, ich muss mal die Musik ein bisschen leiser machen, das ist definitiv gerade echt zu laut. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe hier 2 Monitore vor mir, hier ist die Facecam und direkt über der Facecam ist noch so ein Schrank oben drüber. Und da macht's halt extrem Schatten und deswegen wird's auch nicht so von der Qualität. Das muss ich irgendwann mal... Ich weiß nicht, wie ich das verbessern kann. Aber ich hoffe, es geht jetzt so einigermaßen. Bruchstein. Also ich brauche definitiv mehr Moos. Mehr Moos brauchen wir doch alle. Ja, ohne Moos nichts los, wie man so schön sagt. Ne? Genau. Ja. Ein bisschen YouTube Money, ey. Yes, that's right. So. Dann nehme ich noch kurz hier die Dings auf. So. Dann bringe ich eben den Ball auf Moos noch zurück. Ich kann sowieso nichts mehr damit anfangen, weil. Also langsam darf der Bug auch gerne weggehen, ey. Hast du ihn immer noch? Ja. Das ist ja voll okay, heftig. Komisch. Sehr, sehr komisch. Ich gehe einfach mal in eine andere Dimension, warte mal. Ja, probier das mal. Das sollte eigentlich direkt funktionieren. Komischer Bug, naja. Mystery, was hast du jetzt schon wieder angestellt? Ne, Quatsch. Hackt wieder den Server. Ja. Typisch ja. Mystery. Ja, ich kann aber auch keine Truhen mehr öffnen, merke ich gerade. So, jetzt kann ich wieder. Er ja, hat ein bisschen geleckt eben. Hm.
Haben wir noch einen Goldblock weißt zufällig? Leider nicht. Hast du nicht solche Lampen, die dich heller machen können für die Facecam, wie die großen YouTuber haben? Ich bin kein großer YouTuber und nein, sowas habe ich nicht. Gönn dir halt einfach mal. Er meint eine Softbox. Ja, genau. Das, was Zinni hat. Die großen YouTuber halt. Zinni. Ja. Ja, nee, ist klar. Der größte, den wir kennen. Als YouTuber. Was ist jetzt noch? Du machst es ja gerade gar keinen Spaß zu spielen, ne? Kannst du mir vorstellen, ja. Aber ein Vorteil hat es. Wenn ich nach unten guck, in den Boden rein, sehe ich 2 Erfahrungsbüschchen. Deine Ernte? Ja. Lecker Erfahrungsbüsche. Ja, schön für euch. Wir könnten auch nochmal wieder 2 gebrauchen, vor allem weil mehrere von Explosionspfeilen zerstört worden sind. Und das ist. Ja, das meine ich, was der da gesagt hat. Ja, der da ist der gute Akato. Nein, Flens hat das gesagt. Oder der gute Flens, ja, sorry. Alter, Skelett stirbt doch. So. Wie viele Modifikationen hat mein Schwert noch frei? 2 Stück. Wie viel das hier hat noch 1 frei? Das hier hat keines mehr. Und das hier hat noch 1. Ich denke mal, da gehe ich dann eher auf Haste. Haste ist doch nicht so. So, jetzt müsste die Brücke eigentlich lang genug sein. Okay, gut, dann mache ich jetzt eigentlich auch eher auf Haste. So. Alles klar, dann habe ich schon mal meine Sachen top gemacht. So. Ah, leider geil ist auch hier. Ja, der gute leider geil ist auch hier. Hat aber bisher noch nichts in den Chat geschrieben. Ich wollte die Sachen wieder zurückbringen. So. Soweit ist das hier alles wieder zurück. Okay. Was? Wir haben noch 1,5 Dia-Stacks? WTF, wo sind denn die anderen alle hin? Tja, das sind die Fragen des Lebens. Flens, was ist denn bei dir los? Ja, ich kann einfach nicht spielen. Ja, aber dann hör doch auf. Das ist natürlich nicht so top. Ja, das ist ein bisschen scheiße. Ja. Möchte man fast sagen. Plus 50%. Ja, komm, das mache ich noch drauf. So, jetzt habe ich noch eine einzige Modifikation übrig. Fragt sich, was mache ich jetzt drauf? Erstmal entsorge ich die Sachen, die ich nicht brauche. So. Uff. Ja gut, da kann ich jetzt eigentlich meine Sachen verwenden. What the fuck ist das denn hier? Wurde hier was aufgespielt? So, ätherische Essenzen, ja gut. Was habe ich hier in dem Rucksack? Habe ich hier noch irgendwas Besonderes? Nee. Hier in den beiden habe ich hier noch alles drin. Ob ich das Spiel mal neu starten sollte? Ja, probier das mal. Ja, das wäre eine gute Idee. Nee, brauche ich nicht. Achso, okay. Ja, dann mach einfach mal. Ich habe da so ein schönes Fenster, da geht das dann halt. Achso. Du benutzt aber auch 2 Bildschirme, oder? Ja, aber ich meine, ich habe bei OBS habe ich eine 2. Szene reingemacht, wenn ich halt so ein Spiel wechsle oder sowas. Dass ich dann halt einmal die Szene wechsle, dann kommt halt die Kamera halt ein bisschen größer, dann steht da, ich bin gleich wieder da. Ah. Ja, der Stream ist seit 39 Minuten online, das siehst du vollkommen richtig, guter Lucky. Nether Scorpion, Nether Kupfererz, Nether Kohleerz. Eine sehr gute Beobachtungsgabe hat der Scorpion. Muss mal gucken, lohnt sich ein Eisbogen zu craften? Ich glaube eher nicht. Bow? Nö. Macht der irgendwas Besonderes? Eigentlich lohnt sich nur ein Crystal Bow. Nein. Doch. Der stärkste Bow, den es gibt, habe ich gerade im Inventar. Na, ist der Crystal Bow der stärkste. Nee. Der macht den meisten Damage. Der Darkness Bow ist der beste. Nee.
Das bezweifle ich. Weil der halt auch gleichzeitig Finsternis hat. Und mein Darkness-Bow hat gerade Stärke 3 und Haltbarkeit 3 und Unendlichkeit 1 drin. Ja, man hat auch, man hat Power 5. Also, leg dich nicht mit den großen Jungs an, würde ich sagen. Das sagt gerade er. Gerade der, der dich eben gerade fertig gemacht hat. Oh der Mann. Kommt weg. Quarzblock kann ich jetzt eigentlich nicht mehr verwenden. So, den Cleaver kann ich jetzt eigentlich auch schon verwenden. Ach, Pisten lohnt sich nicht. Ja, was mache ich jetzt? Mal gucken. Ja, ich könnte auch ein bisschen in die gute Loot, wobei alleine in die Loot-Dimension ist auch nicht so prickelnd. Übrigens, Fans, hast du schon gemerkt, ich habe schon wieder einen Schlüssel kaputt gemacht für die Loot-Dimension, ne? Oh, warum was? Ja, weil ich im Kreis gegangen bin. Genau der gleiche Fehler, den auch Stormy gemacht hat, ja. Warum habe ich das erwartet? Tja. Hä, wie im Kreis gegangen, hä? Na, sind doch alle drei Städte, können doch in die Loot-Dimension. Ja. Und ich bin halt in den Gang gegangen, wo eine andere Stadt war. Ach so. Ja. Whitebeard 1977, Dankeschön für deinen Host. Vielen Dank. Willkommen im Stream. Du kannst auch gerne TS kommen, eventuell, falls ich Fragen hier zu dem Ticker-Construct habe. Ich habe jetzt hier, wie du siehst, schon mal meine Werkzeuge gecraftet. Aber ich denke, deinen Adleraugen entgeht ja sowieso nichts. Weil ihr müsst nämlich wissen, ich weiß jetzt nicht, ob er das will, dass ich das sage, aber White war einer derjenigen, der am Anfang mitgeholfen hat, das den Ticker Construct Mod zu machen, also den zusammenzustellen. Mhm, von daher ist er einer der Besten, der sich damit auskennt. Mhm. Als quasi Entwickler dürfte man das auch erwarten. Definitiv, ja. Der einzige Fehler, den ich jetzt noch habe, ich brauche Necromantic Bones und ich habe keine Ahnung, wie ich die herkriege, weil in der Hölle spawnen keine. Ja, das ist das Problem. Ja, deswegen habe ich auch mal Mystery mal gesagt, mit einem kleinen Kapper einfach mal ein Dings aufstellen, einfach mal einen Skelett-Spawner in die Hölle. Da werden ja mehr als genug Wither Skelette spawnen, weil es ist ja okay, wenn die selten spawnen, aber spawnt ja überhaupt gar nichts dort. Nee, ich habe bis jetzt auch noch kein Wither Skelett gesehen. Wer hat hier die ganzen Öfen abgebaut? Boah, Leute. Das war auch ich. Na. Wie das hier zugeht in unserer Stadt, ey, das ist wirklich Holla die Waldfee. Kennst du die, Holla? Ich finde die sehr sympathisch, die Holla. Ja, ne? Ja, die ja, Holla, die ist wirklich... Ich holla dir gleich eine, wenn du nicht aufhörst zu hollern. Oh, da ist ein Mini-Zombie, der hollert mir gerade eine. Oha. Der hat mich richtig gehollert. Die bekommt man im Survival nicht? Was? Was denn? Die Necromantic Bones, sagt er gerade, die bekommt man im Survival nicht, okay? Kriegt man die nicht von den River-Skeletten? Doch, klar kriegt man die. Woher denn sonst? Ja, aber die spawnen wahrscheinlich jetzt nicht normal, oder? Wie ist das White? Also wir haben schon welche bekommen, weil wir die für etwas brauchten. Aha, und woher habt ihr bekommen? Hashtag Cheaten? Ja, genau. Also, was sonst? Also, andere Möglichkeiten gibt's ja nichts. Gibt's ja nicht. Mir zu bekommen. Mal einfach ein bisschen cheaten. Ja gut, da könnt ihr uns auch noch welche abdrücken. Nein, wir haben sie aus so Geschenksäcken bekommen. Ach so, ja. Geil. Denkst du, wir cheaten oder was? Was ist denn los? In deiner Hut. Ja gut, da muss man also... Die bekommt man also nur mit Glück, ja. Nice. Ihr bräuchtet einen Zusatzmod oder in Kisten, okay? Ja. Da müssten wir mal mit Mystery drüber schnacken. Wahrscheinlich. Aber wir haben im Moment schon genug Probleme mit dem Server. Bock auf Gommen? Nein.
Ich zocke im Moment hier noch das City War Beyond noch weiter. Bis 20 Uhr mit dem guten Flens zusammen. Wollte ich gerade sagen. Ist immer cool, wenn also ich Livestream jemand fragt. Ich werde hier definitiv das Spiel nicht ändern. Oder eben Lootbags. Ja gut, da kriegt man halt immer nur Goldmünzen oder so raus. Nein, nicht immer. Manchmal gibt es auch was anderes dazu noch. Meistens. So, es wird schon wieder Nacht. Ich werde langsam ein bisschen müde. Wie schaut's bei euch aus? Okay. Ja gut, kann ich auch gleich kommen. Ich bin noch gerade dran, noch hier die ganzen süßen Kartoffeln abzuernten. Aber okay, dann lege ich mich mal kurz ins Bett. Moment. Geile, süße Kartoffeln. Wie wird man Mod? Und okay, Mod wird man generell nur nach Vertrauen. Und wenn jemand Mod wird, entscheide ich das. Und ich habe im Moment genug Mods. Von daher werden weitere Mods im Moment nicht nötig sein. Und ich sehe auch gerade, ich bin wirklich extrem dunkel. Keine Ahnung. So, liegt ihr im Bett? Ja, ich liege im Bett. Bin auf dem Weg. Was meinst du eigentlich, wo Mod? Im TS oder was? Nee, in meinem Stream wahrscheinlich. Komisch, wenn ich so weiter zurückgehe. Das ist eigentlich ganz okay. Warte mal, ich mache nochmal die Deckenbeleuchtung aus. Moment kurz. Ach, genau jetzt werde ich angerufen. Moment mal kurz, Leute. Ich bin ganz kurz weg. Mitten im Stream einfach ans Handy gehen. Was geht ab? Geht ja mal gar nicht sowas. Nein. Okay. Hi, Schatz, höre ich da im Hintergrund? Dann ich störe dich nicht. Du störst mich nicht. Natürlich stört sie. Und nicht mehr gemutet. Ach. Professionalität auf YouTube. Hat er sich jetzt gemutet? Glaube ja. Okay, sehr gut. Ich habe extra die Klappe gehalten, weil ich den Teil wegschneiden werde. Privates Gespräch muss ja nicht jeder hören. Alles klar, gut zu wissen. Okay, doch nicht. Scheiße. Jetzt höre ich ihn aber nicht mehr. Nee, das heißt, dass er den Raum verlassen hat. Ja, das kann auch sein. Ja, ich habe das jetzt in meinem Video für meine Zuschauer nachsynchronisiert, damit sie nicht die ganze Zeit diese Stille ertragen müssen. Und habe Cosmics Gespräch rausgeschnitten, falls ihr euch gerade wundert, worüber Flens und ich reden. Weil das sind so private Sachen, das muss keiner hören. Richtig. Finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen unprofessionell, dass Cosmics sich ständig gemutet hat, aber gut. Ist ja jetzt auch, ja. Nee, ich glaube, das ist eine schlichte Idee. Verrat's ihm nicht, aber ich werde ihn jetzt am Ende des Streams töten. Alles klar. Weil, das macht Spaß. Also am Ende meiner zweiten Aufnahme zumindest. Ja. Ich
Ich weiß noch bloß noch nicht, in welches Monster ich mich verhandle. Eigentlich ist ja die Schnecke das Beste, ne? Eigentlich schon, ja. Eigentlich ist sie... Es gibt auch so Spectre, so Geister, aber in die... Ich glaube, die sind nicht unsichtbar. Nicht richtig. Warte mal, wie viel Leben hat der Rucksacktyp? Er hat volles Leben, okay. Gucken mal. Ich bin im Back am Boden fest, okay. Ich hab mein Leben müssen. Okay. Das funktioniert also nicht. Schade. Eine Cricket, nee, Biene, Maggot, Ant, Snake. Wo ist denn meine. Ach, da ist meine Snail. Okay. Okay, sehr gut. Jetzt bin ich als Snail unterwegs. Gucken, ob ich ihn erwische. Wenn er sich nicht wieder versteckt, so wie letztes Mal, da hat er sich nämlich einfach versteckt vor mir. Echt? Ja, war ein bisschen feige. Also, ich habe ihn zwar angegriffen, aber wie gesagt, ich habe ihn ja auf 3 Herzen runtergehauen, da hat er sich versteckt. Aber ich werde ihm natürlich für alle, ich weiß nicht, ob sein Stream noch läuft, für alle, die bei ihm zugeschauen, macht euch keine Sorgen, ich lasse ihm natürlich seine Sachen da. Ich will ihm nur einen kleinen Stupser verpassen. Sieht man eigentlich den Namen, wenn man als Tier unterwegs ist? Nicht, dass ich wüsste, glaube ich. Okay, sehr gut. Ey, die haben ja auch so wunderbare Sachen, wo man sich als Schnecke verstecken kann. Ja, das ist wunderschön. So, da bin ich wieder. Yo. Willkommen zurück. So, und? Da bin ich auch wieder, Leute, für die im Stream. Um Mod zu werden, muss man auch mit ihm Kontakt haben, nicht nur im Chat sein. Richtig, Whitebeard. Das ist vollkommen richtig. Damit ich jemanden vertraue, mit dem muss ich schon sehr, sehr lange Kontakt haben und nicht nur so im Chat. Würdest du mich zu einem Mod machen? Definitiv. Oh, das ist aber süß. Wenn du mich jetzt eben nicht fast getötet hättest. Wie gesagt, Betonung liegt auf fast. Ja, aber schon der Versuch ist bei mir strafbar. Echt jetzt? Oh, das ist schon strafrechtlich verfolgt? Ja, Anzeige ist raus. Schade. So, dann nehme ich mir noch eine Dia-Hacke. So. Ach, Cosmic, warum machst du das? Was ich? Du hast mich angegriffen. Nee, ich war das nicht. Das war mein böser Zwillingsbruder, war das. Ist klar. Die Kuh hat mich kontrolliert, es tut mir leid. Natürlich, du immer mit deinen Ausreden. Das kannst du deiner Großmutter erzählen. Ja, okay, ich rufe sie mal schnell an. Warte. Hallo Großmutter? Ja, genau. Ich Oma? Werde gemobbt. Oma, ja, der Cosmic hat gesagt, ich soll dir was erzählen. Ja. Witzbold. Ja, dass ich ihn angreifen wollte in Minecraft. Nee, Minecraft. Ja, das ist das mit den Blöcken. Ja. Ja. Nee, mit Schwert. Ihr merkt schon, Jungs, dran. Mit den beiden hier im TS wird's echt nicht lustig. Nee, oh, mit uns wird's nicht lustig, ja. Tizery, hallo. Sorry, das tut mir jetzt wahnsinnig leid. Warum habe ich 13 Follower? Das weil du es kannst. Lol, ich Vollidiot, hab gerade vergessen, nachdem ich das Spiel gestartet habe wieder, die Szene zu wechseln. Dementsprechend war die ganze Zeit dieses scheiß Bild, Alter. Nein. Haha, cool. Professionalität. Cosmic, schick mal WhatsApp TS. Ja, Moment kurz. Guck ich kurz nach. Also Professionalität ist heute hier bei uns ganz weit oben. Ja. Definitive. Oh, scheiße, Alter. Das war ja mal mehr wie Fail. Das sagt man nicht, das macht man. Hat der Twitch-Alert wieder nicht funktioniert, oder wie? Doch, aber dadurch, dass ich das andere Dings hatte, zeigt er mir das ja nicht an. Weil ich da, in der Szene habe ich das noch nicht eingestellt. So, ich hab dir jetzt mal die TS-IP geschickt, right? Ich hoffe mal, er kann überhaupt drauf. Servus, Dummkopf, weil er ist ja noch kein City War Beyond Mitglied hier im TS. Und ich weiß jetzt nicht, ob er unbedingt den braucht, um hier in den Channel zu joinen. Ich weiß es gerade nicht. Ich hoffe mal nicht. Leider doch. Ich war mal mit Freunden hier drauf, weil wir einen Fluchtserver brauchten, auf gut Deutsch. Also einen Server, auf dem wir spielen konnten, weil die Beef Party halt begonnen hat.
Und ja, ich konnte halt überall hin, aber die konnten nirgendwo hin. Ja, nee, das geht auf dem Server nicht. Ohne die Rechte. Gut, gibt's hier irgendwo einen Channel, wo wir mit ihm reden können, ohne... Nein, gar nicht. Gar nicht? Oh Mann, dann müssen wir auf einen anderen TS, oder? Was sagt ihr beide dazu? Na, ich bin sowieso gleich weg, also... Okay, gut, dann... Right, lass auf Arctos LP TS treffen und dann, können wir da in deinen Channel. Ich gehe da auch mal kurz hin, Moment. Mit wem redest du denn gerade? Mit ihm, also hier mit White, also mit einem euch deiner und mit dir. Zuschauer. Ach so. Wir gehen jetzt rüber zu Arctos LP und danach können wir mit ihm reden darüber. Na, ich nicht, ich bin sowieso gleich weg. Wo drüber reden? Hier über City War Beyond oder. Ja. Oh Mann. Ja, sorry, ich bin. Du bist verwirrt, ja, ich weiß. Wer hat jetzt die ganzen Öfen gemobst? Finde ich jetzt gar nicht so schön. Ich weiß, dass du das bist, Akato. Ja. Ihr habt mich jedes Mal versucht zu töten, ne? Kannst du mich nicht meine gewohnten Sachen machen lassen? Nein, kann er natürlich nicht. Ist im Prinzip möglich, ja, doch. Aber eigentlich nicht. Nein. Eigentlich möchte ich dich gerade ein bisschen zerstampfen, du kleiner Wurm. Pff, kleiner Wurm. Ja, du kleiner Wurm. Greift er mich einfach an. So ein Arsch, Hilfe! Nein, lass mich in Ruhe, Hilfe! Hilfe! Alter, willst du mich provozieren oder was? Wie viele Herzen hast du noch? Genug, um dich zu töten. Oh. Ja, ich habe aber nur noch 4. Au, 3. Au, 2. Alter, hör auf, ich bin gleich tot. Wisst ihr, das tut mir aber fast leid. Oh, rennt da wieder weg, ey. Das gibt's nicht. Rennt da weg, Feigling, Alter. Ja. So ein Feigling. Wenn du nicht weggerannt wärst, hätte ich dich getötet. Und wenn ich nicht so rumgespielt hätte die ganze Zeit. So ein Feigling, das gibt's da nicht. Schlimm, schlimm. Ja, Leute, da hat meine zweite Aufnahme, meine Jagd auf Cosmic, leider nicht funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Schade, schade, aber es gibt für alles ein zweites Mal. Nein. Auch zum Töten. Nicht. Doch, doch. Glaub mir, Cosmic. Irgendwann kommt der Tag, da siehst du mein Mandolin Sword, wie es mit deinem Blut bedeckt ist. Da wird was ganz anderes auf dich zukommen. Und auf diesen Tag werde ich mich freuen. Ja. Ja, den Aspekt hat der gute Akato wahrscheinlich vergessen. Glaub mir, ich habe noch so einige Tricks auf Lager. Ja, wenn ich sterbe, muss ich aber den Stream beenden. Das weißt du schon, ne? Ich ja, auf den Stream? Ja, muss man. Ja? Ja. Das sobald man tot ist, muss man alles beenden. Egal ob Stream, ob Aufnahme. Das wäre mir jetzt eigentlich relativ egal gewesen. Ich wollte dich eigentlich nur für meine Folge töten. Ja, hat wohl nicht geklappt. weil du weggelaufen bist wie ein Feigling. Ja, weil ich gerne noch weiter streamen würde, ohne dass ich getötet werde. Ja, aber dann hättest du mich einfach töten sollen. Ich habe gegen dich 0 Chance und das weißt du ganz genau. Von daher. Ach ja, Cosmic, es kommt der Tag, an dem wir alle Digi-Ritter sein werden. Digi-Ritter, das klingt gut. Ja. Cosmic weiß, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Gut, Leute, ich flieg nochmal schnell nach Hause, auch wenn ich jetzt ein bisschen überziehe. Und dann ist meine zweite Folge zu Ende. Und dann verabschiede ich mich von den zwei süßen Boys hier aus dem Stream.
Wir sagen Tschüss. Und auf Wiedersehen. Es war eine schöne Zeit. Doch ist es Zeit zu gehen. Nee, wie heißt denn das? Dieses Endlied aus Verstehen Sie Spaß ist auch. So gute Frage, nächste Frage. I don't know. Ja, du bist zu jung, du verstehst. Ich kann nichts sagen, ne? Aber der Server laggt übelst rum gerade. Ja. Also bei mir gerade nicht. Mich stört das eigentlich nur, dass mich gerade irgendjemand versucht abzuschießen. Das ist Beat. Diesmal bin ich nicht. Diesmal bin ich nicht. Nee, das waren. Mach eine Kiste und eine Schablone von Tinkers zusammen, dass du eine Schablonenkiste bekommst. Ja, das wollte ich auch noch machen. Die haben wir schon überall im Dorf zu stehen. Ja, ich weiß. Du brauchst mich da nicht daran zu erinnern. Ich weiß, dass ihr schon mega weit seid im Vergleich zu uns. Wir haben ja auch die Profis im Dorf. Flens, der Tierexperte, Mystery, der Kampfexperte, Zindy, der Schmiedeexperte und ich, der Dummheitsexperte. Das letzte ist ziemlich, beim letzten muss ich zustimmen. Ja, ja, das ist richtig. Ja, ja, das ist auch das ist mein Spezialgebiet. Was? Zombie-Pferd oder was? Nee, ein Schleimpferd. Alles klar, ey. Zombie-Pferde sind Schleimpferde, die droppen diese Schleimgelöde. Oh. Ey, selbst mit dem Chocobo verirre ich mich. Oh, da oben ist ein Skelett, alles klar. Komm her. Das Haus ist auf jeden Fall super geworden, Flint. Danke. Sieht auf jeden Fall schick aus. So, ich lande jetzt nur noch und dann beende ich auch meine Folge. War sehr schön wieder mal mit euch hier. Schade, dass ich Cosmic nicht töten konnte, aber es gibt für alles ein zweites Mal, wie gesagt, Leute. Du mich auch. Also bis dann und ciao. Ciao.